Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute zu Gast bei der Jasmin Schmid. Sie arbeitet seit 20 Jahren hauptberuflich als Sängerin und Vocal Coach. Und sie erzählt uns heute, wie man anfangen kann mit YouTube-Videos starten, weil das ist das, was sie eigentlich dazu genötigt wurde, aufgrund der Corona-Situation in diesem Jahr. Herzlich willkommen, Jasmin. Schön, dass wir da sind bei dir. Schön, dass du mich für das Video eingeladen hast. Ja, du hast es richtig gesagt. Ich wollte eigentlich schon lange YouTube-Videos machen. Das ist eine Idee, die seit Jahren eigentlich in meinem Kopf herumgeistert. Aber irgendwie habe ich es immer so vor mir hergeschoben und ja, es ist immer etwas anderes gelaufen. Und dann ist Corona gekommen und dann habe ich wirklich müssen von einem Tag auf einen anderen Videos machen. Und zwar ist das teilweise von Workshops, die ausgefallen sind, wo ich dann die Inhalte eben habe auf YouTube zur Verfügung gestellt für die Teilnehmer. Oder auch für die Musikhochschule, wo ich unterrichte, für meine Klasse, wo ich auch die Inhalte haben müssen, als Video zur Verfügung stellen. Und das war eigentlich gut, gewesen, dass ich dazu gezwungen worden bin, weil durch das habe ich endlich angefangen mit diesen Videos. Und das war am Anfang ein super Stress gewesen für mich. Und jetzt, ein gutes halbes Jahr später, muss ich sagen, macht es mir schon Spass. Und ich behaupte mal, wenn die ganze Corona-Situation mich nicht zu dem gezwungen hat, gäbe es wahrscheinlich heute noch kein YouTube-Video von mir. Okay. Ja, das ist irgendwie auch so ein bisschen typisch für das Jahr. Man ist genötigt worden, auf Sachen anzufangen oder jetzt wirklich vorwärts zu machen damit, wo man davor seit Jahren oder vielleicht auch Monate, aber einfach, wo man so ein bisschen vor sich hergeschoben hat und sich nicht so richtig getraut hat. Was war denn für dich so ein bisschen der Grund gewesen, dass du nicht sofort so einfach frisch beherzt losgelegt hast mit diesen Videos? Also einerseits natürlich so, eben, man hat immer genug zu tun. Aber ich glaube, ich habe mir immer erzählt, es sei, weil ich sowieso nicht weiss, ja, welche Kamera, welches Schnittprogramm. Aber wenn ich so jetzt rückblickend ganz ehrlich bin zu mir, glaube ich, habe ich vor allem Schiss gehabt. Also, ich habe irgendwie nicht gewusst, kann ich das, bin ich genug gut, wo fange ich an. So, die technische Hemmschwelle, die war sicher da gewesen, aber ich glaube, ich habe das auch so ein bisschen wie als Vorwand vorgeschoben, um nicht müssen anfangen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass da jeder ehrlich ist zu sich selber, wieso das es nicht macht. Ja, okay. Es ist eigentlich nur erstaunlich, dass du als jemand, der seit 30 Jahren Bühnenerfahrung hast, sagst, ich war so nervös gewesen, oder ich habe schwierig gehabt, da vor der Kamera mich zu präsentieren. Ist denn das so ein Unterschied im Vergleich mit einem Publikum? Die Bühne ist, wie gesagt, etwas, das ich seit vielen, vielen Jahren kenne, wo ich mich wohlfühle, wo ich vertraut bin. Oder wenn jetzt auch jemand ein Video von mir macht, ein Live-Video auf der Bühne, das ist für mich kein Problem. Aber wenn man jetzt wirklich so ein Tutorial macht, das ist eigentlich ein ganz anderer Job. Eben. Es ist kein Publikum da und meistens ja, bin ich alleine, wenn ich das mache. Und ja, es ist wirklich eine komplett andere Situation und in die muss man zuerst auch mal reinwachsen. Also das ist, ja, das ist wirklich nicht zu vergleichen. Okay, okay. Du hast vorhin davon gehabt, dass auch Technik eine Herausforderung war. Wenn wir mal bei der Kamera anfangen, mit was für einer Kamera hast du angefangen, die Videos aufzunehmen? Mit was schaffst du vielleicht heute? Also eben, ich habe immer zuerst gemeint, ich brauche ich weiss nicht was, darum habe ich nicht angefangen. Wo ich dann einfach müssen, von einem Tag auf den anderen anfangen, habe ich einfach mit dem müssen anfangen, was ich hatte. Und das war mein uralte iPhone 6 gewesen. Was ich mir dann dazu gekauft habe, ist so ein kleines Mikrofon, das hat 50 Franken gekostet, um so in den Kopfhörereingang stecken, dass der Ton etwas besser ist. Und das Licht habe ich bekommen von meiner Nachbarin, die hat so zwei Softboxen. Und das Stativ, das ich dazu hatte, das war echt lustig, das habe ich sicher schon 10 Jahre, das habe ich mir mal zu einer alten so eine Videokamera gekauft. Und weil ich die nie gebraucht habe, habe ich das Stativ bereits fotografiert und auf Tutti gestellt, zum Verkaufen. Ich bin dann das Stativ wieder aus dem Estrich geholt und habe mein Tutti-Inserat gelöscht. Und das ist das Stativ, das ich jetzt immer noch brauche. Okay. Es hat einfach so einen Handyaufsatz, den man braucht, um das Handy drauf tun kann. Ja, das hat es gebraucht. Und unterdessen habe ich aber eine andere Kamera. Und zwar ist das so gekommen, also das iPhone 6, das war natürlich nicht der Burner von der Kamera. Und ein Video hat ein Freund von mir aufgenommen. Und das, also ist ein neues iPhone, ich weiß nicht mehr welches. Und die Qualität war so viel besser gewesen, Bild und Ton. Und aufgrund von dem habe ich mir nachher so geschaut, weil das iPhone hat eine gute Kamera und bin beim iPhone 12 Pro gelandet, wo ich mir extra zugetan habe für die YouTube-Videos.
Und muss sagen, es ist wirklich ein riesiger Unterschied. Da brauche ich jetzt nicht mal mehr ein zusätzliches Mikrofon, sondern das filme ich einfach direkt ab Kamera. Und bin absolut zufrieden von Bild und Ton. Und vielleicht einfach noch zum Sagen, eben, wir haben ja jetzt hier für zwei Personen brauchen wir ein bisschen mehr Platz, gerade auch noch mit Corona-Abstand. Darum ist natürlich das Handy viel, viel weiter weg. Heisst, es nimmt uns auch vom Ton her ein bisschen weniger gut auf. Auch das Licht ist natürlich viel weiter weg. Aber so für die 1:1 Video, was eigentlich der Normalfall ist, wo die Kamera relativ nah ist bei mir, also das Handy, und auch eben nimmt der Ton und Bild nach auf, ist es wirklich. Ist es super. Jetzt für so eine Situation wäre natürlich genial, wenn wir echt zwei Kameras hätten, aber auch da eben lieber just do it. Es gibt einen schönen Satz auf Englisch, the second best option is often the best option. Also lieber, wir starten mit der second best option, weder dass wir jetzt hier noch wochenlang nach der perfekten Lösung gesucht hätten. Ich denke auch, aber das Wichtige ist, dass man startet und loslegt, und logisch gibt es immer noch irgendetwas, das noch etwas besser ist und alles. Aber ich denke, wirklich gut wäre das Video nicht wegen der Technik, sondern auch durch Darsteller oder das, was man sagt, und durch die Übung im Reden vor der Kamera, im sich wohlfühlen in dieser Situation. Du brauchst auch manchmal den Vergleich mit dem Joggen. Oder? Wenn du anfangen willst zu joggen, du kannst entweder deine alten Turnschuhe anschnallen und losjoggen und wirst fitter. Oder du kannst monatelang nach den perfekten Laufturnschuhen und der perfekten aerodynamischen Laufheiz und im perfekten Trainingsplan suchen, und du bist aber noch nicht gut joggen. Und ich finde immer, mal starten. Und also mein Ziel wäre es schon, das Ganze noch mal zu professionalisieren. Eben so irgendwo mit zwei Kameras oder mit einem guten Schnittprogramm, alles. Aber das Wichtigste finde ich, dass man startet, und dann kann man sich immer noch verbessern. Weil ich glaube, so das mit in der Technik ist wirklich häufig auch ein Vorwand, dass man schon gar nicht anfängt. Also, ja, besser werden und professionalisieren kann man jederzeit. Und das Gute ist ja auch eben, also ich habe zum Beispiel meine ersten YouTube-Videos von mir habe ich unterdessen alle gelöscht, weil ich irgendwie gefunden habe, oh mein Gott. Ja, man muss auch zuerst reinkommen und üben, und für das reicht eigentlich auch irgendein Handy. Ja, genau. Also, habt den Mut. Legt los, fängt an mit eurem Handy, was für eine Marke und was für eine Version auch immer, anfangen und Übung überkommen. Du hast vorhin Stichwort Schnittprogramm genannt. Wie machst du das? Also jetzt ist das Video aufgenommen, was passiert denn da quasi in der Postproduktion? Mein Ziel wäre mal, ein gutes Schnittprogramm zu haben. Also wenn irgendjemand ein gutes empfehlen kann, er damit, es muss einfach sein zum Bedienen. Auch weil ich halt so gezwungen worden bin von einem Tag auf den anderen. Ich nehme die Videos selber auf, also sprich, ich drücke das Knöpfchen bei der Kamera, gehe her und am Schluss stelle ich wieder ab. Und dann habe ich einfach so den Anfang, wo ich ins Bild laufe und wieder rauslaufe, habe ich einfach mit dem Bearbeitungsprogramm, also wenn man normal bei den Fotos, beim Video, wie sie sind, auf Bearbeiten klickt, kann man den Anfang wegschneiden, den Schluss wegschneiden. That's it. Auch da, wenn irgendwann einen schönen Jingle am Anfang oder eben zwei Kameraeinstellungen oder ich mache ja häufig so 15-20 Minuten Videos, und das ist natürlich schon so, wenn du jetzt diverse Versprecher und Fehler drin, und da wäre es manchmal schon gut, wenn man ein Schnittprogramm hat, wenn man jetzt wirklich irgendwie schön aufgekommen ist und man könnte schneiden und wieder neu anfangen. Aber unterdessen bin ich zum Glück nicht mehr so perfektionistisch und sage mir lieber mal Versprecher oder einen Fehler, und das ist authentisch und natürlich. Das vielleicht auch als Tipp, lieber mal Versprecher, als die irgendwie ihren ganzen Inhalt ablesen, weil sie es perfekt wollen. Ich finde, da hat sich auch einiges verändert, ja, bei dem Video. Also wenn man irgendwie 20 Jahre zurückdenkt, ist das Video wirklich immer professionell produziert gewesen. Und heute, wo jeder mit dem Handy Videos machen kann, ist man sich auch gewöhnt, dass Videos nicht die gleiche Qualität haben. Du hast es vorhin richtig gesagt, schlussendlich kommt es auf den Inhalt drauf an, den man transportiert, und nicht auf die perfekte Technik und dass man keine Versprecher und keine Fehler gemacht hat. Ja, und ich denke, es ist wirklich auch so, wie du auch gesagt hast vorher, oder? Wachsen kann man immer und nachher die nächsten Schritte gehen, wenn die eigene Performance auch anfängt stimmt. Das ist ja wirklich jederzeit möglich, und das ist wichtig, dass man das so ein Step by Step geht und so sich selber, man selber besser wird, und mit dem kann dann auch die Technik besser werden und teurer werden. Aber wirklich das Wichtige, was man jetzt aus dem Spruch mitnehmen kann, ist, egal was der Grund ist, wo man euch nötigt, loszulegen,
Wenn ihr keinen Grund habt, dann sucht euch einen und fängt einfach an, getraut euch rauszuleben und getraut euch zu zeigen und sichtbar zu werden. Genau, ich zitiere auch einen Nike, just do it. Und bei den Videos ist ja auch so, wenn man das übt, dann muss es ja auch noch nicht veröffentlichen. Also man kann ja auch einfach mal mit Videos anfangen und es irgendwie noch schlimm finden und einfach irgendwie jedes Mal dazu lernen. Das ist ja der Vorteil, man kann doch das richtige Video von mir aus 10 Mal aufnehmen oder gar nicht veröffentlichen. Also ja, einfach mal wirklich starten. Jogging-Schuhe montieren, los, ab im Wald. Los springen durch die Kamera. Jasmin, ich danke dir ganz herzlich für deine wertvollen Tipps und dass wir bei dir Gast sind. Danke dir.